Technikbauer sagt Hallo zu einem neuen Video. Im heutigen Video wollen wir euch zeigen, wie ihr bei eurem Sony-Fernseher den Pro-Mode aktivieren könnt. Was das genau ist, was euch das bringt, das erfahrt ihr immer nach dem Intro. Heute wollen wir den Pro-Mode aktivieren. Das ist ein verstecktes Menü beim Sony-Fernseher und hier könnt ihr verschiedene Dinge tun, die im normalen Menü nicht möglich sind, wie zum Beispiel Funktionen beschränken, damit diese keiner mehr aufrufen kann und noch vieles mehr. Das funktioniert mit einer Tastenkombination. Gleich vorweg, ihr müsst das so lange ausprobieren, bis es funktioniert. Es kommt auf die Geschwindigkeit an, wie schnell ihr das Ganze auf der Fernbedienung drückt. Sprich, wenn es nicht funktioniert, dann war es zu langsam oder zu schnell. Es gibt leider keine genaue Anleitung, dass man sagt, in dieser Geschwindigkeit, sondern ihr müsst es eigentlich sehr schnell machen. Und um in den Pro-Modus zu kommen, müsst ihr im Home-Menü sein, also diesen Startbildschirm hier. Und hier müsst ihr nun folgende Tasten drücken auf der Fernbedienung: Info, Mute, Volume Up und Home. Die Info-Taste oder die Display-Taste, so wie Sony das nennt, ist die Taste unter der 7. Also Info, Mute, Volume Up und Home. Und das drücken wir jetzt. Also Info, Mute, Volume Up, Home. Der Fernseher sollte sich jetzt ausschalten. Das macht er auch. Und nachdem er sich ausgeschaltet hat, schaltet er sich wieder ein. Und wenn alles erfolgreich war, dann bekommen wir folgende Meldung. Wichtig ist natürlich die Geschwindigkeit. Wenn ihr zu langsam seid, funktioniert das Ganze nicht. Wenn ihr zu schnell seid, funktioniert es auch nicht. Also deswegen öfters probieren, so lange, bis es funktioniert. Der Fernseher ist hochgefahren und es sollte nun folgende Meldung erscheinen. Also ein bisschen Geduld, wenn das nicht gleich kommt. Nicht, dass ihr den Fernseher sofort wieder ausschaltet. Es dauert ein wenig und dann erscheint folgendes Fenster. Pro-Einstellung in Bearbeitung. Das heißt, wir haben hier alles richtig gemacht. Nun wechseln wir zu den Einstellungen, also die Zahnradtaste, und sagen hier Einstellungen. Und nun haben wir hier den Punkt Pro-Einstellungen. Und das wählen wir aus. Und nun gibt es hier verschiedene Funktionen. Man kann hier zum Beispiel den Pro-Modus starten, zum normalen Modus wechseln, Pro-Einstellungen initialisieren, das heißt alles zurücksetzen. Und hier könnt ihr euch alle Einstellungen anzeigen lassen. Ihr könnt das Ganze auch exportieren auf Stick und auf andere Fernseher übertragen, falls ihr mehrere habt. Startup-Dienste, APKs installieren und bei Signalaufwecken könnt ihr hier einstellen, Verhalten der Home-Taste, sprich, wenn ihr die Home-Taste drückt, was soll denn hier passieren? Das könnt ihr jetzt auswählen, das Standardmenü, ein eigenes Menü, Standard- und benutzerdefiniertes Menü oder die installierte App zum Beispiel. Auch das ist möglich. Aber schauen wir uns mal alles an von oben nach unten. Also Pro-Modus starten. Da könnt ihr diesen Pro-Modus dann am Ende starten. So, wir gehen zurück und schauen uns die Einstellungen zuerst an. Also Startup-Dienste. Was soll sich hier für Dienst starten? Da seht ihr ein Touch-Keyboard, Touch-Assistent. Alles könnt ihr hier einstellen. APKs installieren. Da könnt ihr Apps von USB-Stick installieren. Stromversorgung ein Standard, da könnt ihr sagen immer ein oder aus. PC-Eingangoptimierung, nun könnt ihr bei Signal aufwecken, sprich, wenn ein Signal reinkommt, sei es HDMI oder was auch immer, könnt ihr das Ganze einstellen, deaktiviert, immer deaktivieren, Eingangsänderung oder ihr könnt sie auch Stunden vorgeben, nach wie viele Stunden. Die Home-Taste haben wir schon gezeigt, NTP-Server, da könnt ihr einstellen, auf welchen Server zugreifen soll, Kontoablaufdatum, Pro-Modus-Sperre, das könnt ihr deaktivieren,
dann könnt ihr sagen, USB-Gerät in Standby-Modus laden. Das könnt ihr auch machen, sprich, dass man hier seine Devices laden kann im Standby-Modus. Bild- und Toneinstellung wiederherstellen, dann habt ihr die Entwickleroptionen, Wi-Fi-Zugriffspunkt. Dann, wichtig für uns anfangs, und maximale Lautstärke, sprich, hier können Sie die Lautstärke begrenzen. Wie laut soll man hier Maximum die Lautstärke einstellen können? Energiesparfunktionen können Sie hier einstellen, wann sich der Fernseher ein- und ausschalten soll. Regelmäßiger Neustart. Funktionseinschränkungen, sprich, hier können Sie sagen, ich möchte die Anzeige deaktivieren, die Fernbedienung deaktivieren oder Bluetooth deaktivieren. Bei Touchpanel aufwecken, Taste für White-Modus aktivieren. Ihr könnt hier zum Beispiel Bildschirmspiegeln deaktivieren oder aktivieren, sprich euer Smartphone, damit ihr nicht mehr spiegeln könnt. Die externen Eingänge könnt ihr hier sperren. Den integrierten Tuner, da könnt ihr zum Beispiel sagen, welcher Tuner verwendet werden soll. Apps könnt ihr zum Beispiel hier sperren oder deaktivieren, damit man diese nicht mehr starten kann. Dann habt ihr noch die Eingänge, dass man auch diese hier die Ansicht ändern kann, und bei den Schnelleinstellungen. Und wenn ihr alles eingestellt habt, dann wählt ihr natürlich auf Pro-Modus starten und schon habt ihr diese Einstellungen übernommen. Und wenn ihr sagt, ich möchte das auf andere Fernseher übertragen, dann müsst ihr natürlich auf Pro-Einstellungen exportieren, steckt einen USB-Stick an und die Funktionen oder Einstellungen werden hier übertragen. Um aus diesem Modus wieder rauszukommen, wählt ihr zum normalen Modus wechseln, dann bestätigt ihr das Ganze. Der Fernseher wird sich jetzt wieder ausschalten und wieder einschalten und ihr habt es hier wieder zum normalen Modus gewechselt, sprich zum normalen Fernsehmodus. Es gibt viele Anleitungen im Netz, wie man diesen Modus kommt. Wie gesagt, das ist die Methode, die hier bei mir funktioniert. Es gibt auch andere, wie zum Beispiel TV ausschalten, Info, dann die Lautstärke und die Mute, Volume-Taste plus und auf Einschalten. Funktioniert bei meinen OLED A9 nicht. In meinem Fall funktioniert eben diese Tastenkombination, was wir euch hier gezeigt haben. Solltet ihr dazu Fragen haben, dann verwendet doch die Kommentarfunktion. Abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Technikboss sagt danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.